Wenn du Sodbrennen hast, habe ich eine wunderbare Nachricht für dich. Das ist relativ leicht abzuschaffen, zu beseitigen. Ja, du hast richtig gehört. Obwohl es Kliniken gibt, wo das irgendwie versucht wird zu behandeln. Ich zeige dir hier eine Übung, die wird das schon stark reduzieren. Und zum Schluss gibt es den Knaller. Ich zeige dir, wie du in den meisten Fällen das Sodbrennen dir selbst wegdrücken kannst. Bevor Ina und ich dir jetzt die Übung zeigen, möchte ich dir erstmal erklären, was Sodbrennen für uns überhaupt bedeutet. Das Zwerchfell, der Atemmuskel, hängt wie eine Zeltkuppel hier drin. Und die Speiseröhre, die muss durch das Zwerchfell durch. Und wenn es in der Mitte Spannungen hat, und das hat es ganz oft, dann wird die Speiseröhre etwas beeinflusst, etwas gedrückt und der Schließmechanismus über den Magen, dass die Magenflüssigkeit nicht rauskommen kann, der wird durch diese Spannung gestört. Wenn man dann das Zwerchfell entspannt und das ordentlich wieder durchgängig macht, dann ist das Sodbrennen normalerweise plötzlich verschwunden oder ganz, ganz drastisch reduziert. Die erste Übung hat natürlich Zwerchfell, Atmung, was mit der Atmung zu tun. Mach Folgendes, du atmest so tief ein, wie es geht. Und dann stellst du dir vor, 100-jähriger Geburtstag, alle Kerzen müssen ausgepustet werden. Wenn nichts mehr kommt, gehst du runter, dann kommt nochmal ein Rest. Nase zuhalten, Mund zu und jetzt saugst du ein mit ganz viel Kraft, solange du Sauerstoff hast, gegen die zugehaltene Nase einsaugen. Immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder, solange der Sauerstoff hält und dann ist gut. Und das ist eine unheimliche Dehnung fürs Zwerchfell, eine unheimlich wirksame Übung. Und zu dem Druckpunkt, wie man sich das wegdrücken kann, kommen wir gleich. Wenn du dir noch schneller durchs Drücken helfen willst, dann brauchst du aus unserem Drückerset das Griffstück mit der Spitze. Fang am besten mit dem weichsten an, mit der weichsten Möglichkeit an. Falls du unser Drückerset noch nicht hast, nimmst du einen Korken und schnitzt ihn so ungefähr, wie du das hier erkennen kannst. Und dann willst du praktisch hier am Rippenbogen, den du fühlen kannst, wenn du hier so suchst, hier in diesem Winkel, dort, hier stimmen natürlich die Größenverhältnisse jetzt nicht, ja, dort willst du rein und dort willst du rein. Und Ina, leg los, jetzt machen wir das am lebendigen Objekt sozusagen. Ina sucht erstmal, wo ist dieser Winkel? Und da hast du ja einen Winkel links und einen Winkel rechts. Such dir einen aus und dann gehst du ganz vorsichtig mit der Spitze dort rein und löst eine 9, 9,5 aus. Bleibst dann so, du guckst auch schon nach 9,5, sehe ich gerade, ja? Bleibst dann so und wartest, bis es runterschaltet. So 1 bis 2 Minuten, dann wird es immer weniger und das entspannt schon das Zwerchfell in einem Minuteneffekt, ja? Und dann machst du das Gleiche nochmal auf der anderen Seite. Erstmal suchen und dann schön rein. Mit dem Korken ist natürlich ein bisschen schwieriger, weil der so klein ist. Mit dem Griffstück hast du das schön in der Hand alles, im wahrsten Sinne des Wortes. Und kannst du den Punkt suchen und auch da 1 bis 2 Minuten und dann wirst du merken, dein Sodbrennen ist in den meisten Fällen direkt deutlich beeinflusst und deutlich weniger. Ja, das waren die Maßnahmen gegen Sodbrennen, die normalerweise ganz schnell wirksam sind, aber ich würde interessieren, funktioniert es bei dir? Schreib uns bitte einen Kommentar, schreib uns deine Meinung dazu, deine Erfahrung damit, auch deine Erfahrung mit Sodbrennen, wie lange hast du das schon? Schreib uns das bitte alles. Und wenn dir das Video gefallen hat, freuen Ina und ich uns total über einen Daumen nach oben. Gib bitte jetzt einen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen hat. Wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann tu das jetzt. Aktiviere auch die Alarmglocke, damit du jedes Video mitbekommst. Du weißt, immer wieder sind welche dabei, die dir super gut helfen können.